Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen eine neue Roblox-Serie und zwar Gerüchte. Ja, es könnte auf jeden Fall heute richtig heftig werden. Fabi und Kasper sind auch am Start. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Und dreht auf jeden Fall noch einmal ganz kurz euer Handy und drückt auf jeden Fall noch einmal auf die Glocke. Ihr werdet nämlich kein Video mehr verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Fabi, Kasper, kommt da runter! Okay, willkommen. Ey, ab geht's jetzt zur Schule. Wir müssen endlich mal wieder in die Schule. In der Ferien sind vorbei. Welchen Bus nehmen wir denn? Sag hier, mal. In 20 Sekunden fährt er. In 20 Nein. Sekunden? Fabi. Ja, ich komme ja schon. Sag mal, Fabio, jetzt auf, hier rumzuflirten. So, pass auf, Leute, wir gehen jetzt mal in den Bus rein und ich setze dich mal hier. Ich setze neben dir, Fabi. Okay, sehr gut. Und jetzt geht's anscheinend wieder in die Schule und anscheinend soll es heute richtig, richtig verrückt werden, Leute. Hä? Hoi. Besser. Ich bin gestorben, weil, es ist nur fair, wenn ich meine Revanche bekomme. Was? Meine Rache? Ich dachte, wir fangen ganz normal zur Schule, Leute. Dachte ich auch. Okay. Sind wir da? Ja, es sieht so aus, okay. Ja, die Blue Side High School. Fabi? Ich will noch im Bus bleiben. Ach, da geht's raus. Ja. Ey, warum hast du denn so ein komisches Outfit an? Hast dich im Bus umgezogen oder was? Ja, ich habe mich umgezogen. Ja, ich gehe auf ein Date heute. Schicke Krawatte, okay. Digga. Ah, mit dir, okay. Warum bist du denn größer als du? Das ist doch egal. Ja, okay, okay, okay. Mal gut, wir warten jetzt mal ganz kurz hier, bis die Schule aufmacht. Ah, ja. Perfektes Timing, Digga. Dann lass uns aber jetzt hier zur Klasse C2 gehen. Hey. Ich kann dir Geld einsammeln. Leon, komm mal bitte einmal her. Du hast gerade schon... Ja? Ich hab mich gefragt, warum ich sowas Komisches anhabe. Kannst du das hier lesen? Bullying. Mobben, ja. Ich das ist nur, verboten. Das war doch kein Mobben. Ich wollte doch einfach nur sicherstellen, warum du dich im Bus umgezogen hast. So, pass auf, wir müssen jetzt hier in den nächsten 20 Sekunden zu unserem Klassenraum irgendwie hin. Oh. C2. Okay. Also wir sind in der C-Klasse, okay? Office. Oh, C1. C1. Hier, C3. C3, auf der rechten hier. Seite. C2, jetzt. Okay. Dann Rainer. Ab geht's, Jungs. Und wollen wir vorne sitzen? Ich will vorne sitzen. Wo ist meine Freundin? Hä? Fabi, setz dich neben mich, komm. Ja. Du sitzt hinten rechts in der Ecke. Hey, was machst du da? Ich zeig auf. Ey, du musst dich doch jetzt noch nicht melden. Der Unterricht hat doch gar nicht begonnen und er meldet sich schon. Was ein Streber. Also, hallo Klasse. Heutiges Thema ist ein Arbeitszettel. Wir müssen unseren Namen draufschreiben und die Fragen beantworten. Okay. Was? Okay. Ich heiße Leon. Wann das Game... Ich weiß noch nicht, wann das Spiel kreiert wurde. 2006 ja? Irgendwann. Ich nenne einfach mein Geburtsdatum. Pass auf. 3.2006. Aber vielleicht meinen die auch das Spiel, ne? Egal, ich mach's trotzdem so. 2006. So. Das Spiel Roblox. Ich hoffe, es ist alles richtig, ne? Ich will keine 6 haben. Nein, es geht um das Spiel, glaube ich. Nein, ich mag das Spiel. Ich sag einfach ja. Die Klasse hat jetzt Pause. Okay, lass uns aber zur Cafeteria gehen und uns essen holen. Ach geht's, ich hab Hunger. Ja, lass uns auch die Schule ein bisschen erforschen. Geld. Hey, ich brauch Geld, sonst kann ich, sonst werde ich verhungern. Ey, nein, hier rechts, hier ist doch Geld, ich hab auch gerade Cash, ich hab auch drei Cash jetzt. Ich hab auch drei Cash. Okay, sehr gut. Okay, kommt Jungs, wir kaufen uns was Leckeres. Hier vorne ist die Cafeteria. Da ist noch mehr Cash. Was, noch mehr? Oh nein, deine Freundin holt jetzt vor dir. Das ist nicht meine Freundin, die mag ich gar nicht. Natürlich, war das im Klassenraum irgendwas? Ich will mal ganz kurz gucken, was sie für ein Buch liest. Ist ganz schön traurig. Okay. Das ist aber nichts Sehenswertes. Na gut, dann lassen wir schnell in die Cafeteria gehen, Leute. Bevor hier irgendwas Schlimmes passiert. Hier können wir nicht rein. Ich glaube, wir mussten hier vorne links oder so, ne? Hier glaube ich auch, ja. Ich glaube hier links. Okay, dann lassen wir hier geht's lang. Ja, okay. Fabi? Komm, wir brauchen schnell essen. Nur noch 50 Sekunden. Ja, aber guck mal bei C3 rein. Ich habe da was gefunden. Okay, warte mal. C3. Ich guck mal. Ich bin Bill Gates. Er ist Bill Gates, er ist reich. Er ist reich. Ey, okay, ich hab. Das ist aber jetzt. Gib mir mein Geld wieder. So, ich hab 8 Cash geholt. Dann, ey, hier liegt noch mehr. Neues. Okay, sehr gut. Aber lass schnell in die Cafeteria jetzt reingehen, okay? Wo ist die? Ja, rein. Hier ist die. Und, hier ist auch noch Geld auf dem Tisch. Ha, perfekt. Hier links, Fabi, hier links, ja. Ey, warte mal, was? Hier kommt die ganze Geld vor. Ey, hier ist Geld die ganze vor meinen Augen. Ist das denn echt auch so? Wir müssen uns Essen kaufen. In echt ist es leider nicht so. Also, wir müssen uns irgendwas kaufen, oder was? Was ist denn das für eine Frisur? Hallo, ich kaufe mir jetzt eine Pepperoni. Oh, ich brauche 15 Cash. Hier vorne, schnell. Schnell. Schnell, 5 Sekunden. 15 Cash. 3, 2, 1. Ich hab sie gekauft. Ich hab sie noch gekauft. Ich hab noch ohne Pizza. Alter, war das knapp, Leute. Oh, hallo, Leute. Ey, guck mal, der hat dein Outfit an, Fabi. Okay. Hey. Hi, Josef und Abigail. Okay, Abigail und Josef. Habt ihr über die Gerüchte, die anscheinend hier rumgehen? Gerüchte? Was für Gerüchte? Ich dachte, das ist eine normale Schule. Ich auch gedacht. Vielleicht erzählen wir euch nochmal die ganzen Gerüchte. Also, ein Gerücht ist, dass ein Geist die Schule besucht nachts.
Ein Geist? Aber das kann uns doch egal sein, wir sind ja nachts nicht in der Schule. Stimmt, eigentlich stimmt. Hast du recht, Digga. Eigentlich hast du recht. Aber es könnte sein, dass es Haley ist. Leute, wer ist Haley? Kennt ihr Haley? Nein. Ist das hier Haley in Pink? Nee, ich glaube, Haley ist tot. Deswegen ist sie ein Geist. Ach so. Wer ist das und wie ist sie gestorben? Ey, guck mal, wer ist da? Ach so, hier. Ein Auto. Vor uns wird die Story erzählt. Sie war eine Schülerin. An unserer Schule. Sie wurde überfahren. Ja, sie wurde überfahren auf dem Weg nach Hause. Und jetzt ist Haley ein Monster oder was? Ich glaube, sie jagt uns jetzt. Aber wieso jagt sie denn die Schüler? Das ist doch nicht unsere Schuld. Es klingelt schon wieder. Ey. Wir können nichts einsammeln. Ich bin gefangen. Hau rein, Abigail. Coole Geschichte, Josef. Dankeschön. Dann lass mal wieder schnell zur Klasse gehen, Leute. Nimm das Geld noch mit hier. Ja, nur ein bisschen Geld mit. Was Leckeres zu essen. So, im ganzen Gange noch was verteilt. Okay. Alter, er kriegt alles. Noch, Digga, hier auch noch. Sehr gut. Ey. Leute, ich bin reich. Ich bin absolut reich. So, jetzt können wir hier noch reingehen. Ich glaube, wir waren C2, ne? Ja? Ich sammle hier auch noch ein. Ja. Was machst du da, Fabi? Ja, ne, gar nichts. Ja, okay, du siehst mir verdächtig aus mit deiner Krawatte. Was ist denn eigentlich in C4, C, was ist denn eigentlich in C1 drin? Gar nichts. Gar nichts. Oh, also, wer ist denn das? Hä? Wo müssen wir nochmal rein? Mrs. Caswell. Oh nein, wir müssen schnell rein. 5 Sekunden. Oh, los. Oh Mist. C2. C2, C2, C2. Oh, eine Sekunde. Oh nein. Okay, ich bin drin, Ich sitze, Kommst du noch rein, Fabi? Was ist los, Fabi? Ich bin... auf dem Flur ausgerutscht. Was? Nein! Nein, du bist tot! Okay, warte mal. Ich kann mein Textbuch nicht finden. Könnt ihr mir helfen, es zu finden? Okay, Mrs. Smith. Dann suchen wir jetzt mal ihr Textbuch. Vielleicht hat es der Fabi auch geklaut, deswegen ist er gar nicht im Klassenraum jetzt da drin. Hier oben ist es doch. Das ist das Buch. Da ist es doch, das Buch. Ja. Aber man kann es nicht nehmen. Doch jetzt. Okay, wie gehen wir hier rein? Nee, falscher Raum. C2 und Mrs. Smith. Oh, wie viel Geld hier liegt. Hier haben sie einmal, zack, das Buch. Oder habe ich das jetzt? Nee, das ist da vorne, hat sie das genommen, ne? Ja, perfekt. Danke, meine Schüler, dass ihr mein Buch gefunden habt. Aber Kaspar? Ja? Wo ist jetzt eigentlich Fabi hin? Der war doch... Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ich glaube, er wurde im Gang erwischt von dem Geist und ist jetzt auch ein Geist. Im Gang erwischt vom Geist? Okay, warte mal. Ja. Wir müssen jetzt schnell zum Schulbus hingehen und nach Hause und dann... Und dann nochmal die Schule ein bisschen durchsuchen? Hm? Damit wir Fabi, glaube ich, finden, ne? Ich werde euch finden. Hörst du das? Ja. Das habe ich auch gehört. Warte mal, lass uns erst mal aus der Schule hier raus. Wie kommen wir da raus? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier vorne vielleicht. Hier. Nee, Office, nein. Es ist alles eure Schuld. Ey! Oh nein! Ich höre es auch, ja. Ich höre es auch. Oh nein. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo wir raus können hier. Ich glaube, hier vielleicht im Office oder so. Vielleicht kann man auch nicht raus, weil da oben steht ja entweder zum Bus oder drin bleiben. Doch hier. Nee. Doch hier. Hier? Jetzt hier, ich hier. Okay. Ja, okay, wir sind beim Bus. Wir sind am Bus. Okay. Zum Bus. Lieber reingehen. Ich gehe immer lieber rein hier. So, ich sitze da vorne. Okay. Jetzt ist es ist einfach Fabi irgendwo in der Schule, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ein bisschen später. Abigail und Josef, ist bei euch alles gut? Oh. Wahrheit oder Pflicht? Ich glaube, Fabi treibt hier seine Unwesen. Sie nimmt Wahrheit. Nee, Josef nimmt Wahrheit. Okay. Hör auf, so zu sein. Und nimm endlich mal Pflicht. Oh, okay. Dann Pflicht. Ich möchte, dass du in die Schule reingehst und ein Foto von dem Geist machst. Aber das ist zu gruselig. Und Fabi, der trägt auch noch irgendwo sein Unwesen in der Schule. In der Schule, ja. Okay, aber ich mach's nur, wenn welche mit mir mitkommen. Deal. Okay, wir machen's. Komm, wir gehen einfach mit. Komm. Deal. Wir müssen jetzt unseren Mann stehen. Du fragst erst, warum müssen wir mitgehen? Och, komm schon. Hört dir doch nach Spaß an. Total nach Spaß. Dann lass uns beeilen. Dann haben wir schnell hinter uns. Und dann können wir auf jeden Fall danach wieder für unseren Test lernen, den wir ja machen müssen, ne? Okay. Ja. 24 Minuten später. Also. Oh, jetzt ist Nacht. Ja. Jetzt sind wir also doch bei Nacht hier. Und ich dachte, wir müssen eigentlich nachts hin, ne? Und überleg mal, Fabi wurde schon am Tag geholt. Warte mal ganz kurz, die Tür ist verschlossen, ne? Warte, bis die Tür ist verschlossen, ja. Wir müssen den Schlüssel finden. Ja. Guck mal, am besten außen irgendwo rum. Ja, ich glaube auch. Fabi! Fabi, bist du hier? Fabi! Ich bin hier. Helft mir. Oh, was? Wo? Wo bist du denn? Fabi! Ich weiß nicht, es ist dunkel. Nein. Hä? Wir müssen schnell den Schlüssel finden. Wo kann der Direktor den irgendwie fallen lassen haben? Oh, wir haben den Schlüssel gefunden. Oh, sehr gut, dann lass mal reingehen. Fabi, wir kommen. Es ist so gruselig. Schnell in die Schule jetzt hier. Bei Nacht. Oh, ist echt gruselig bei Nacht, ne? Oh, ja. Ich wusste gar nicht, dass die Schule so rotes Licht hat bei Nacht. So, okay, wir sind jetzt in der Schule drin. Fabi! Fabi! Wo bist du? Leon, Kaspar. Ja! 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 Wir hören dich. Ihr? Wir sind vor unserem Klassenraum. C2. Wo bist du? Licht ich weiß Leon. Es nicht. Ich habe mich verlaufen. Nein, wo ist er? Wir müssen schnell zum Badezimmer, ja? Das ist hier vorne. Hier vorne ist das Badezimmer. Ich muss wirklich die Toilette benutzen. Okay? Und da sollen wir mit oder was? Okay, wir warten hier, okay? Wir warten jetzt hier ganz kurz. Okay. Fabi, vielleicht ist Fabi auch im Badezimmer eingesperrt. Und er wird dazu gezwungen, dass wir ihn quasi retten sollen.
Und dabei ist es einfach eine Falle. Oh das Gott, das wäre. Also ich glaube aber nicht, dass Fabi jetzt böse ist. Ich bin im Badezimmer. Komm zu mir. Oh. Okay. Dann lass uns mal reingehen, Leute. Warte mal. Alle sollen rein? Ja, es ist besser, wenn wir alle anscheinend nebeneinander gehen. Ja, wir sollen alle gleichzeitig gehen hier, alle nah beieinander. Schlimmes passiert. Für Fabi machen wir das, okay? Und diese für andere Fabi. Troller, die überfahren wurde. Und lass uns rein jetzt. Hier, komm bitte. Ja. Das Badezimmer ist abgesperrt. Auch zu. Was? Hm. Wirklich? Okay, lass schon wieder Schlüssel finden, okay. Sollte vielleicht beim Direktor im Schrank sein, okay? Beim Hausmeister, meine ich. Okay. Das ist dann bestimmt, ja, bestimmt vom Office aus, oder? Hier rechts vielleicht irgendwo. Oder nee, warte mal. Muss ja irgendwo. Ja, hier. Ja, okay, ich komme. Ja, und wir sind jetzt, glaube ich, haben hier wir hier einen Schlüssel? Auch Hausmeister. Ja, wir haben einen Schlüssel gefunden. Sehr gut. Also, du lass jetzt mal reingehen jetzt hier, okay? Oh. Ab ins Badezimmer. So, wir sind im Badezimmer. Fabi, bist du da? Bist du hier, Fabi? Also, ich sehe ihn nicht. Siehst du ihn? Ist die Toilette voller Beton? Sieht so aus. Warte, was? Da wird ein Tagebuch geschrieben. Wir müssen in den Jungsraum gehen. In den Jungsbadezimmerraum. Wo ist der? Ist das hier? Ja, ich glaube schon. Oh, okay. Die Toilette, hier, die linke Toilette ist verstopft, ja? Die ist verstopft. Aber wir müssen jetzt, wir müssen jetzt hier wirklich hier durchgehen. Fabi, bist du auch hier durch irgendwie gegangen? Fabi? Oh, da ist jemand gestorben wieder. Was? Da ist wieder jemand. Ey, wir müssen echt vorsichtig. Also, wir müssen jetzt hier ganz kurz warten und hoffen, dass wir jetzt vielleicht Fabi finden und diese eine andere. Und vielleicht den Geist am besten nicht begegnen. Die sehen echt ganz schön groß aus, muss ich sagen, ne? Findest du auch, Kaspar? Dass so ein Lüftenschutz ist? Ja, also finde ich auch. Also, wir müssen ja schon irgendwie jetzt einen Weg nach draußen finden, irgendwie. Okay, vorsichtig, so. Bloß nicht draufgehen. Ich bin tot! Nein! Das war's mit mir! Kaspar! Nein! Kaspar, komm zu mir! Fabi, da bist du ja! Ich sehe dich! Wo seid ihr? Endlich sehe ich dich wieder! Ich war so alleine. Fabi! Wo sind die, Alter? Ich hoffe, ich sehe Kaspar und Fabi nochmal wieder. So, dann geht jetzt hier mal durch den... Oh Gott, okay. Wir sind jetzt hier... Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sollen jetzt hier in den Flur wieder reingehen, Leute. Okay. Ich hoffe, da finde ich Kaspar und Fabi wieder. Mein Tod ist eure Schuld. Stirbt wie jetzt. Was? Hä? Was? Überlebt? Kaspar! Rette mich! Warte, das Monster sticht gerade die eine andere ab. Oh Gott, lauf! Lauf! Oh Gott! Nein, hier ist eine Sackgasse! Ja! Da! Aua! Okay, ich muss weglaufen! Hinter mir ist das Monster! Ich muss nur irgendwie überleben! Hört sich an wie so ein Zombie! Hab ich überlebt? Ist das Monster weg? War das Haley? Oder war das Fabi oder Kaspar? Ich hab Fotos gemacht! Ich habe endlich meine Pflicht erfüllt. Jetzt lass uns ganz schnell hier raus. Okay, dann lass mal ganz schnell hier zum Ausgang gehen, Leute. Josef, komm, wir gehen jetzt zum Ausgang. Ich gehe nie wieder nachts in die Schule, Leute. Nie wieder. Ah, nein! Oh Gott, das Monster ist wieder da. Oh, schnell, wir müssen jetzt hier irgendwie einen anderen Weg rausfinden. Schnell in die Cafeteria. Komm, Lolli. Los, Lolli. Schnell in die Cafeteria. Okay, was machen wir jetzt hier am besten, Leute? Ich weiß es gerade nicht. Hey, Josef, oh, was? Es ist nur fair, wenn ich jetzt meine Rache bekomme, richtig? Oh mein Gott, du hast mich überfahren? Mit Abigail, Josef, was? Josef und die beiden waren das? Lass mich in Ruhe. Hey Lolli, komm, rette dich, okay? Du sollst am besten auf Josef hören, okay? Ich mach meinen Job hier und dann ist das alles leichter. Okay, pass auf. Ich würde sagen, wir hauen aus der Schule ab, Leute. Das heißt, wir voten jetzt... Nein! Die hat für Josef gewotet. Ich glaub's da nicht. Oh mein Gott, ich will doch jetzt nicht Josef retten. Er hat einfach... überfahren. Mann, wähl doch was anderes, Lolli. Was machst du denn? Lass doch einfach aus der Schule abhauen. Unser Leben retten. Nein, Josef. Wir werden auf jeden Fall nicht dich in den Stich lassen. Jetzt muss ich aber leider einen von euch killen. Und zwar alle. Nein. Toll, Lolli. Weil du gewotet hast. Gehen wir jetzt auch drauf. Okay, wir sehen uns alle in der Hölle. Ja, super, Leute. Ja, vielen Dank. Dankeschön, Lolli, dass ich jetzt auch drauf gegangen bin. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt auch nicht mehr Fabi und Kaspar gefunden. Super. Ja, geil, Leute. Vielen, vielen Dank. Ohne Spaß. Lasst auf jeden Fall noch ein Like und ein Abo da und checkt ernsthaft die beiden Videos aus. Einfach draufklicken und abonniert hier den Kanal für tägliche Roblox-Folgen. Extra für dich.